Schneid doch nicht die Rohre mit dem Cuttermesser. So, liebe Rasenfreaks, jetzt das Fazit zur DVS-Beregnungsanlage. Ich sage euch jetzt, wie das gelaufen ist, was ich alles gut und schlecht fand. Und jetzt machen wir sie mal an. Ja! Ja! Gar nicht so schlimm. So, das ging ja noch. So, jetzt machen wir mal ein paar Shots hier von den einzelnen Sprengern. So, lieber Rasenfix, es ist windig und es ist auch noch richtig kühl. Trotzdem sieht der Rasen schon ganz gut aus. Ich habe schon ein paar Mal gemäht. Die Bewässerungsanlage läuft, was natürlich jetzt für den nächsten Schritt, den ihr bald sehen werdet, nämlich für die Pflanzaktion des Rasens, ganz, ganz wichtig ist. Deswegen erst die Bewässerung und jetzt als nächsten Schritt das Sehen oder was auch immer, ihr werdet es sehen. Aber vorher jetzt halt das Thema Bewässerung. Und, also ich weiß ja nicht, wie viele Kommentare ich unter meinem letzten Video habe zum Thema Schneid doch nicht die Rohre mit dem Cuttermesser. Es war furchtbar. Ich gebe es zu. Ich mache es nie wieder, denn ich habe jetzt auch eine Schere bekommen. Es gibt anscheinend sehr viele bessere Lösungen als dieses blöde Cuttermesser. Und ich habe ja, wie ihr ja auch gleich sehen werdet, von DVS-Beregnung hat es auch jetzt so einen Schneider bekommen. Und damit kann man wirklich sehr, sehr einfach und angenehm, ja doch, geht sehr gut, das Rohr schneiden. Zack, zack. Also Schluss mit dieser Rumbastelei. Okay, Stichwort Rohre. Es gibt halt tatsächlich in meiner Rasenwelt hier, in meinem Rasen, gibt es drei verschiedene Rohre. Das uralte Gardena-Rohr, was ich euch schon im Video gezeigt habe. Dann das aktuelle Gardena-Rohr und hier jetzt neu dieses, jetzt habe ich es wieder vergessen, wie heißt das Ding? Blue Lock. Und hier das Blue Lock-Rohr für diese Blue Lock-Stecksysteme. Die sind halt alle, im Rohrdurchmesser und in den Wandstärken leicht unterschiedlich. Verrückt. Und deswegen ist natürlich die wichtigste Frage, wie verbinde ich jetzt diese Rohre? Und das habe ich euch ja schon gezeigt. Es gibt halt so einen 3/4 Zoll Verbinder. Ein 3/4 Zoll Verbinder, den ich einsetze, um halt das alte Gardena-Rohr, dieses uralte Gardena-Rohr, das muss man ein bisschen warm machen, mit dem aktuellen Gardena-Rohr zu verbinden. Das funktioniert relativ gut. Für die Verbindung zwischen dem Gardena-Rohr und dem Blue Lock-Rohr gibt es jetzt ein Verbindungssystem von DVS-Beregnung und das ist genau das hier. Und da könnt ihr eben jetzt über diese Schraubverbindung, könnt ihr jetzt das Gardena-Rohr reinstecken, zack, festschrauben. Ich sag ja, es ist windig. Und mit dem Blue Lock System verbinden. Und das ist eben echt eine tolle Sache. Habe ich jetzt auch richtig rumgemacht? Nee. Shit. Verkehrt. Ja, raus. Nein. Zack. Das geht also anscheinend auch. Also, schon wieder verkehrt rum. Es ist, man kommt echt durcheinander. Genau. Gardena ist ein bisschen größer im Durchmesser als Blue Lock. Plug and Rain heißt das auch hier. Das ist 24, das ist 25. Also man muss das 25er Rohr. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Mann, man muss echt aufpassen. Also man muss das 25er Rohr hier reinstecken. Ganz reinstecken. So. Dann kann man das hier festziehen. So. Und jetzt kann man eben auf der anderen Seite, das ist jetzt schon vormontiert, genau, und abgedichtet, das haben sie schon so geliefert, kann man jetzt das Blue Lock System nehmen und
da steckt man einfach rein und die Verbindung ist fertig. Ihr habt gesehen, ich habe einen Fehler gemacht, wer aufgepasst hat. DVS-Beregnung empfiehlt, das Rohr zu entgraten. Das sollte man tun, habe ich jetzt nicht getan. Ich habe noch mal Rücksprache gehalten mit DVS-Beregnung. Es ist besser zu entgraten. Ich finde es immer blöd, wenn die ganzen Kunststoffschnipsel dann auf dem Boden liegen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Es kann euch natürlich passieren, dass dadurch dann die Dichtung verrutscht. Also besser wäre zu entgraten und natürlich den Kunststoffmüll fachgerecht zu entsorgen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Hat funktioniert. Okay, das ist jetzt die perfekte Verbindung zwischen Gardena und BlueLock. Ja, und so kriegt man dann halt den Umstieg hin. So, fertig. Nein, noch nicht ganz fertig. So, dann habt ihr natürlich die ganzen Winkel hier, die Winkel und die T-Stücke und dann auch so ein Übergangsstück von dem 3/4 Zoll Rohr auf 1/2 Zoll. Denn die Regner, diese Pro Spray PRS 40, das sind quasi die Haltegehäuse für die Rotatoren. Die kann man hier so rausziehen. Und dann kann man, zeige ich jetzt mal das, dann kann man hier so einen Rotator raufschrauben. Dann kommt dieser kleine Rotator drauf, der dann individuell für die Position auf der Rasenfläche ausgelegt ist. Und dann ist man fertig. Ich lasse ihn jetzt nicht reinrutschen. Und was auch noch sehr cool ist, was man sich dazu kaufen kann, man kann so ein Druckmessgerät noch dazu kaufen und dazwischen setzen. Wenn man also jetzt tatsächlich ungleichmäßige Wurfweiten hat, also ungleich große Wurfweiten hat, dann kann man dieses Messgerät dazwischen schrauben. Und dann sieht man, wenn der Regner ausgefahren ist, dann könnt ihr schauen, welchen Druck habt ihr wirklich am Regner. Bei 2,8 Bar schalten ab ist falsch gesagt. Also der Regner begrenzt den Druck, der dann vorne am Rotator ansteht, auf 2,8 Bar. Ihr könnt ja 3, 4, 5, was weiß ich, 6 Bar auf der Leitung haben und der Druck wird auf 2,8 Bar begrenzt und das könnt ihr damit überprüfen. Und wenn halt der Rotator nicht weit genug das Wasser rausschleudert, dann kann es daran liegen, dass der Druck einfach nicht ausreichend ist und deswegen gibt es halt diese Lösung, um das zu überprüfen. Das finde ich echt eine coole Sache. Ja, und diese Aufnahmegehäuse werden dann an 1/2 Zoll angeschlossen. Da habt ihr dann diese blauen Leitungen und damit könnt ihr, und das ist eben das Schöne, ich mache das jetzt hier mal, zack, also wirklich einfach. Da sollte man aber auch eigentlich entgraten. Und damit könnt ihr eben sehr schön diesen Regner in auch eine geänderte Position nochmal versetzen, falls die Position nicht passen sollte. Ich habe tatsächlich an einer Stelle auch ändern müssen. Da war der Regner erst da und dann musste ich einen halben Meter nach hier setzen. Und da eben dieses 1,5 Zoll flexible Anschlussrohr an dem Regner dran ist, ging das sehr einfach. Und das finde ich auch echt eine coole Lösung. Ja, so. Ach ja, zum Trennen. Wie trennt man denn nun? Normalerweise, Müll drunter. Normalerweise sollte man natürlich nicht möglichst die Verbindung wieder trennen, muss man aber ab und zu mal tun. Da gibt es so ein ganz kleines Metallteil, das man jetzt hier um das Rohr rumsetzt und dann drückt man dieses kleine Gerät, ne, ist kein Gerät, diesen kleinen Metallring rein und dann kann man das Rohr ganz leicht wieder rausziehen. Das funktioniert aber nicht mehr gut, wenn hier schon Dreck in dem Rohr drin ist. Dann muss man es wirklich sauber spülen. Dann wird diese Funktion sehr stark blockiert. Also idealerweise erstmal messen, dann sauber auf die richtige Länge schneiden und nicht nochmal dran rumfummeln. Aber zur Not kann man mit diesem kleinen Trenner auch die Verbindung hier, diese Steckverbindung wieder trennen.
Ja, lieber Ralf, so sieht das aus. Jetzt fragen sich vielleicht viele, ja, warum wechsle ich jetzt auf diese MP-Rotatoren? Die MP-Rotatoren haben den Riesenvorteil, dass es eine ganze Palette von verschiedenen kleinen Regnern gibt. Und mit dieser Palette an verschiedenen Regnern, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter bis 9 Meter, kann man sehr gut seine kleinen verwinkelten Grundstücke beregnen. Alle Regner schleudern halt eben diese 10 Liter pro Stunde auf die Fläche. Und diese großen, diese Getrieberegner, dieser I20, den ich auch jetzt verbaut habe, der ist eben für eine Wurfweite ideal, für große Grundstücke ideal. Und diese MP-Rotatoren sind für kleine Grundstücke, für verwinkelte Grundstücke ideal. Und deswegen habe ich gerade an der Südkante, wo ich ja nur ungefähr 5 Meter Breite habe, die ich jetzt eben von beiden Seiten beregne, hier eine wesentlich bessere Lösung gefunden als mit dem I20, also mit dem großen Getrieberegner. Auch dieser Fächerregner, den ich ja drin hatte, der war nicht ideal, weil er sehr stark vom Wind verweht wird. Also dann hat bei Südwestwind hat uns immer der Wind das Wasser gegen die Scheibe gedrückt. Und an den Enden dieses Fächerregners gibt es immer eine Häufung der Wassermenge. Also ist keine so optimale Lösung gewesen. Und deswegen hier die Umstellung auf MP-Rotatoren, die da sehr viel gleichmäßiger und sehr viel gezielter einzusetzen sind. Und das fand ich sehr cool. Ich werde natürlich auf der großen Fläche die I20 Hunter-Regner lassen. Auch nochmal umstellen. Ich habe noch ein paar Gardena-Regner drin. Also die fliegen noch raus irgendwann. Und hier halt eben in der hinteren Fläche, wo es so verwinkelt ist, auch um unsere Terrasse herum, da sind tatsächlich diese Rotatoren sehr interessant. Ich werde jetzt beobachten im Laufe des Jahres, wie die Bewässerung funktioniert, wie gleichmäßig wirklich das Wasser hier auf die ganze Fläche gestreut wird, sich verteilt. Das messe ich immer mit diesen ganz einfachen Regensensoren. Ja, und dann hoffe ich mal, dass das möglichst effizient ist, ne? Möglichst wasserschonend, das soll es ja sein. Und das hat mich bewogen, jetzt hier genau dieses System mal auszuprobieren. Und da mich DVS-Beregnung unterstützt, ist es halt ein Werbevideo. Aber ich denke, das macht auch nichts. Okay, ja, soweit. Soweit erstmal zu der Technik, zu den Gründen, warum wir das hier gemacht haben. Und jetzt seht ihr noch, wie wir die ganze Anlage hier reingebuddelt haben. Wenn ihr noch Spaß habt, schaut euch das an. Sonst freue ich mich auf euch im nächsten Video. Euer Rasenflieg sagt tschüss.
Ja, eigentlich will ich ihn jetzt testen. Aber mal hier. Ja. 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 Mehr habe ich nicht. Das ist doch bei Fuck You Goethe so, wo er immer mehr, mehr, mehr. Die allerletzten Meter, Freaks. Aber wir haben noch ein Drama, ein Drama. Diese ganze Fläche hier, die muss hier hoch. Die haben die Randsteine auf diese Kante gesetzt. Jetzt werden wir noch die ganze Rasenfläche bis zur Mitte hier abschälen und nochmal komplett 5 cm hochsetzen.